Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, ich habe mich hier mal wieder ein bisschen vorgekämpft. Also ich habe auch die Abkürzung genommen, da durch den Fenster gleich. Moment, wieso sieht man jetzt hier meinen... Sorry dafür. Geh weg. So. Ja. Hab ein paar Leben verbraucht und ich will jetzt mal hier runter, weil da ist ja ein Item. Hier ist zwar auch der Riese. So. Und da ist die. Nein, was mache ich denn? So. Ich hoffe. Jawohl. Ohne dass der Riese was. Und wir kriegen einen Titanitbrocken. Wir mal einmal Leben auffüllen. Der Riese hat leider auch noch ein Item. Jetzt überlege ich, hier hinten ist eine Leiter. Könnte ich da runter, darüber? Ja, aber den Riesen müssen wir auch noch machen. Von daher würde ich sagen, dass ich dann da schnell bei dem Gitter, bei die Tür reinrenne, wenn der aufsteht. Nicht anvisieren. So, und dann mache ich den mit Zauber. Aua, 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 aua. Ich glaube, er ist wütend. So. Die Frage ist, ja, wir können den ja jetzt... Habe ich den jetzt anvisiert? Jetzt habe ich ihn anvisiert. Diesmal bin ich aber vorsichtiger. Wenn der aufsteht, gehe ich gleich wieder zurück. Ich glaube, wir könnten noch einmal mit dem Schwert hauen und dann schnell wieder zurückgehen. Aber jetzt brauche ich hier. Ja, so viel ausgehalten? Ich sehe nämlich nicht seinen Schaden. Machen wir noch einmal. Ich glaube, Leonardo kriegt gar keinen Schaden, ne? Immer die Anvisierung weg. Ah, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Jetzt hätte es beinahe geklappt. Heiliger Bimbam. So. Der legt sich wieder hin, aber... Jetzt steht er wieder auf. Ach, jetzt kriegt er Schaden. Wenn der so liegt, kriegt er gar keinen Schaden. So, dann lass ihn hinlegen. Wieder zurück. Ah, nein, nein, nein. Was mache ich denn? Oh Mann. Ja, ich bin ein bisschen nervös, muss ich dazu sagen. Hab Angst, dass er mir wieder... So, jetzt haben wir ihn aber. Ja, und haben leider bloß noch ein Essen. Oh Mann, ich bin sowas von... Ah. Füllen das mal auf. Sieht halt besser aus. So. Naja. Aber er ist weg. Das ist doch die Hauptsache. Von da sind wir das letzte Mal gekommen. Wieso schwingen denn hier die Käfige hin und her? Frage ich mich gerade.
Na egal, jedenfalls müssen wir jetzt in die Richtung weiter. Und was war das hier noch? Eine Seele entmutigten Ritters. Und hier runter. Ah, die Ratten. Ja, gut. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel Zauber ausgeben. So. Aber hier geht's auch noch lang. Nee, da geht's nicht. Ach so, man kann hier irgendwo, glaube ich. Oder soll man hier runterspringen? Na, das glaube ich nicht, das ist zu hoch. Aber mit unserem Zauber könnte man das schaffen. Aber ich denke mal, da kommen wir doch sowieso hin, oder? Wir gehen mal hier lang lieber. Da, wo wir lang sollen. Ah, hier sieht es natürlich wieder ein bisschen ungemütlich aus. Und da kommen sie auch schon. Aber die sind ja alle mit einem Schlag erledigt. So, hier können wir weiter. Was haben wir denn jetzt hier oben? Auf jeden Fall ein Item. Noch eine Seele eines Kriegers. Ich höre Frösche. Und da ist ein Loch in der Decke. Kommen die von da oben? Heiliger Bimbam. Ich sehe da aber keinen. Ich höre nur einen. Ich gehe mal weiter. Ist das da oben noch eine... Oh, da steht eine Kiste. Na, das kann doch bloß wieder eine Mimik sein, oder? Diese Kiste nicht hier. Die ist normal. Alter Zellenschlüssel. Ah, das ist schon mal gut. Ah, das ist eine Mimik. Und da wir die letztes Mal sehr schön mit dieser Medaille geschafft haben. Moment, ich höre was. Ach du liebe Kacke. Ach du liebe Scheiße. Frösche, erstmal weg. Erstmal weg. Kann ich die irgendwie einzeln kriegen? Die habe ich ja schon mal erwischt. Ich glaube, die haben wir besser mit Schwert gemacht, ne? Weil die diesen Sprung machen. Ich warte aber mal ab, bis der Fluch wieder runtergeht. Ah, nee, die kann ich nur gar nicht gebrauchen. Frösche. Ich sollte auch näher ranlaufen, bevor ich zuschlage. Eieieiei. Gehen wir mal ein bisschen zurück. So. Einer ist noch. Komm her! So, jetzt zu dir. Ich brauche noch mal so ein... Genau das hier. So, das Item können wir schon mal nehmen. Dunkler Clownring.
Ausdauer. Aua! Die frisst mich. Wie das denn? Boah! Wie konnte die mich denn jetzt noch fressen? Ich war doch eigentlich ein Stück weg gewesen. Ich wollte die eigentlich nur anvisieren. Na, warte. Boah, jetzt muss ich wieder die ganzen Gegner machen. Und ich habe schon eigentlich die kürzeste Abkürzung genommen. Obwohl, die bräuchte ich vielleicht gar nicht machen. Ja, den muss ich machen. Nein! Ach Mann! Ja, jetzt kommt hier... Wie sieht den noch mal an? Den bräuchten wir aber eigentlich nicht machen. Einfach nur hier durchrennen. Wir müssen nämlich eins höher. Aber eigentlich klappt es besser, wenn man da nicht runterfällt. Und hier hinten haben wir ja das Fenster aufgemacht. So, hier runter. Hier runter. Und hier sitzt einer. Den könnt ihr gleich so erledigen. Da müsst ihr aufpassen, dass da schießt nämlich einer. Den haben wir noch. Sau. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier ein bisschen sparsamer umgehen kann mit die Heiltränke. Ja, hier rennen ganz schön viele rum. Das ist aber egal. Wir können ja gleich hier runter. Dann gleich hier wieder die Treppe runter. Ah, jetzt sollte ich mal einen Estus nehmen. Und halt uns auch komplett voll. So, ja, die Ratten. Mistvieh. Ah, die ganzen Frösche jetzt wieder gleich. Nein! Nicht! Boah, jetzt habe ich gerade gedacht. Weil bei so vielen Ratten weiß man ja auch nicht genau, ne? So. Ja, die Frösche kommen natürlich wieder. Wisst ihr, was er macht? Vielleicht kämpft ja die, vielleicht kämpft sie ja gegen die... gegen die Frösche. So. So. Wurde ja gesagt, dass Mimics auch gegen andere kämpfen, ne? Warten wir mal ab. Die kämpfen natürlich nicht gegen andere. War ja wieder so klar. So. Nächsten. Moos. Moosfrucht. Ich glaube, das ist gegen Fluch oder so, ne? Jetzt warte ich aber erstmal, bevor ich die nächsten Frösche mache. Ich spiele auch schon wieder viel zu hektisch, muss ich sagen. So. Jetzt frage ich mich, wie viele Frösche haben wir? Zwei sind noch, okay. Ich hasse sie einfach nur, diese Frösche. Boah, nee. Alles voll stinken hier. Komm. Gehen sie. Naja, vielleicht braucht man die ja nochmal, das Moos. So, die hat sie natürlich da unten hingepackt. Ob ich nochmal ein, so ein Ding nutze?
Nee. So, normalerweise sind die gar nicht so schwer. Wollte ich gerade sagen. So, ging das denn da hinten? War jetzt Ende, ne? Ende im Gelände. Hier ist nichts mehr. Na gut, dann ging es da an der Seite noch durch. Und wie sieht's aus? 5-5? Ja, ich glaube, es geht. Ich sollte aber die Amulette rausnehmen, sonst verwähle ich mich da bloß. So. Dann hier weiter. Oh, hier liegen aber ziemlich viele Blutflecke. Das heißt viel, 3. Hi! Eine Riesenratte! Komm aus hin! Mistvieh! Oh, meine Güte! Ich glaube, da gibt es noch eine. Ja. Die hätte mich jetzt... Jetzt habe ich auch noch den falschen... Mann, ich... Oh. Was ist denn nur los heute? Jetzt habe ich auch noch den falschen Trank gleich wieder genommen. Ein Zaubertrank weniger. So, ich denke mal, hier können wir raus. Und hier geht es nochmal komplett weiter mit dem Gefängnis. Alter Schwede. Oder besser gesagt, hier sind noch ein Haufen andere Zellen. Große Titanitscherbe. Oh, 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 was ist denn da los? Guckt euch mal an. Kommt der her? Okay. Ich gehe erstmal ein Stück weg. Wegen seiner Fähigkeit. Kommt er hier rein? Er kommt hier rein. Okay, Kumpel. So, einer ist weniger. Können wir die alle vielleicht so anlocken? Oh, und er hat meinen Lebensbalken, glaube ich, ein bisschen kleiner gemacht. So. Ah, nein, nein, nein! Oh mein Gott! Da hinten rennen noch mehr rum! Guckt euch das mal an! Na gut, zu der Mimik müssen wir ja nicht mehr. Also das heißt, zu die Frösche auch nicht mehr. Boah! Wahnsinn! Ich dachte, ich kann die jetzt wieder auf einmal erwischen. Ich will bloß nicht da runterfliegen. So, hier renne ich jetzt durch. Auch wenn der das auch macht. Da. Ja, 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 ja. So. So, hier war wieder der... Aha, genau. Immer mit der Ruhe. Leiche plündern. Ein Jauchekügelchen. Ah, so. Ja, hier gleich runter. Dann hier.
Zumindest waren wir schon da unten. Nee, da unten nicht. Nee, hier unten waren wir nicht. Aber ich denke mal, da kommen wir auch noch hin. So wie das aussieht. Entweder von da. Werden wir sehen. So, die Ratten muss ich ja jetzt machen. Die hauen aber ganz schön rein, muss ich schon sagen. Am besten immer als Erster gleich schlagen, habe ich jetzt festgestellt. Und jetzt noch die Riesenratten. Aber die hauen richtig rein, ne? Ja, die sind doch wieder da. Oh, kommt. Komm. Riesenratte. Geht doch. Zwei auf einen Streich. So. Boah. Wo liegen meine Seelen? Ja, natürlich da mittendrin, ne? Mittendrin. Vielleicht kann ich die ja auch mit Zauber. Okay, zwei Schuss, dann sind sie hin. Die haben mir aber trotzdem ein Stück geklaut von meiner... Na, ein kleines bisschen. Na, ganz schön. So, die würde ich ja gerne... Jetzt müssen wir weg. Weg, weg, weg! Guckt euch mein Leben an. Oh. Los, erhol dich. So, jetzt können wir einen nehmen. Okay, so, wie viel sind da jetzt noch? Noch zwei oder so, ne? Drei? Wir sehen doch an. Den haben wir auch los und der konnte uns nichts klauen. Jetzt sind da noch zwei. Okay, wenn ich schnell bin, könnte ich die... Okay, ich bin schnell. Okay. Waren das alle Wächter jetzt? So, Seelen zurück. Einmal Glut. Boah, was schreit der? Muss einmal Heilung reinschmeißen. So, schauen wir uns mal hier um. Ach, guck mal hier. Hier schläft einer. Aber alle böse. Jetzt kommen sie nämlich schon. So, was kannst du denn? Alles klar, du kannst erbrechen. Kannst mit deinem Schild hauen. Aber sonst ist er ziemlich langsam. Okay, dann können wir den, der hier rumschreit, da hinten. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Das habe ich gar nicht so richtig erkannt, ey. So, du schreist hier rum.
Ah, hier kommt noch einer. Okay, der kotzt bestimmt gleich. Hallo, Zerbreche. Ja, gegen den Pfosten, ist ja richtig. Oh, er kann gleich nochmal kotzen. So, jetzt hat der zugeguckt. So. Den haben wir auch. Gottlose Kohle. Ah, haben wir wieder was für unseren Schmied. Das ist ja super. Können wir das auch aufmachen? Ja. Oh, ein bisschen Luft reinlassen hier. Oh, ich denke mal, unsichtbare Wände. Da ist ein Gitter unten. Nee, da glaube ich nicht. Ah, hier ist auch ein Gitter. Okay. So. Da können wir lang. Ist richtig. Von da kam ich, ne? Von hier hinten. Muss ich nochmal gucken. Ja, hier ist das Loch. Okay, dann sollte ich vielleicht mal hier am Rand erstmal lang gehen. Ob hier noch irgendeiner befreit werden will. Okay, da spuckt einer. Eine Glut. Wunderbar. So. Oh, der sieht... Alter. War der das jetzt? Oder ist hier noch so einer... Ach, nö, ne? Hier war ja noch so einer. Verdammtes Miststück. Verschlossen. Aber ich hatte doch einen Schlüssel gefunden, ne? Ist da jemand drinne? Da hinten sitzt einer. Hm, das könnte auch... Der hat einen Zauberhut auf, ne? Das könnte die Zauberin sein, die wir noch brauchen. Verdammt, wieso ist hier verschlossen? Komme ich vielleicht über den hier da rein? Der sieht aber nicht gemütlich aus. Das ist wieder so ein Schneller, ne? Ah, egal. Komm mal mit raus hier. Auf den Areal. Alter! Ich hab's gewusst. Ich sag nichts mehr dazu. Habt ihr gesehen, wie der ausgerastet ist? Ich hätte den auf Distanz machen sollen, mit Zauber nur. Ich wollte zuschlagen, ich kam gar nicht mehr dazu. Und der mich die ganze Zeit voll, ne? Ach, nee. Immer dasselbe hier. Aua! Junge! So. Das erste Mal, dass der uns... Und hier war ja auch noch so eine Zelle, die wir nicht aufgekriegt haben, ne? Auch verschlossen. Ja, ein Schlüssel... Kriegen wir damit nicht. Ah, na Leute, ich werde hier mal den Part auch nicht so lang machen. Ich krieg nämlich jetzt Besuch und sagt dann mal an der Stelle, ja, ich werde dann bis dahin wieder vorspielen, werde die alle offscreen machen und sagt dann mal bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls 3 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.